Terry Carter, einer der Pioniere schwarzer Darsteller im US-Fernsehen, ist im Alter von 95 Jahren verstorben, nachdem er eine bedeutende Spur in der Unterhaltungsbranche hinterlassen hat. Er war ein US-amerikanischer Schauspieler und Filmemacher, der vor allem für seine Rollen in Film- und Fernsehproduktionen bekannt war. Er wurde am 16. Dezember 1928 in Brooklyn, New York, geboren. Seine bekannteste Rolle war die des Colonel Ty in der Originalserie Battlestar Galactica, die ihn zu einem festen Bestandteil der Popkultur machte. Darüber hinaus war er auch in anderen Serien wie McCloud zu sehen. Er spielte auch in mehr als 40 Film- und Fernsehproduktionen mit. Neben seiner Arbeit als Schauspieler und Filmemacher war er auch als Nachrichtensprecher, Jazzpianist und Seefahrer tätig. Sein Beitrag zur Filmwelt erstreckte sich auch auf die Regie und Produktion, wobei sein Dokumentarfilm A Duke Named Ellington über den Jazzgiganten Duke Ellington eine Emmy-Nominierung erhielt. Terry Carter hinterließ eine bedeutende künstlerische und kulturelle Erbschaft in der amerikanischen Unterhaltungsbranche. Möge er in Frieden ruhen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wenn dich dieses Video berührt hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank!